Hallo, ich bin Sven und ich habe jetzt mal was ganz Komisches mitgebracht. Erstmal eine kleine Geschichte. Ich war 98, 99 mit meiner vornehmen Patentante in einem vornehmen Bücherladen. Da war ich so 18, 19 Jahre alt. Und da habe ich ein Buch gesehen, da stand er auf so einer kleinen Säule, ein bisschen abseits, aber schon ziemlich präsent. Und das Buch hieß Power, 48 Gesetze der Macht. Und ich habe dieses Buch, hat mich gleich fasziniert und hat rausgeguckt aus all diesen anderen Büchern, nicht nur, weil es auf dieser kleinen Säule war, sondern auch, weil der Titel unglaublich faszinierend ist, besonders für Leute unter 20, die ja noch nicht so viel Macht haben, hat mich das fasziniert und ich habe dann das Inhaltsverzeichnis gelesen und das würde ich gerne euch mal vorlesen. Also jedes von diesen Gesetzen, das ist von Robert Greene, Power, das ist so von 98, 99, jedes Kapitel von diesem Buch ist ein Gesetz und ich werde das jetzt einfach mal 48 Gesetze durchrattern und ich würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Gesetz Nummer 1. Stelle niemals den Meister in den Schatten. Gesetz Nummer 2. Vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde. 3. Halte deine Absichten stets geheim. 4. Sage immer weniger als nötig. 5. Ohne einen guten Ruf geht's nicht. Schütze ihn mit allen Mitteln. 6. Mache um jeden Preis auf dich aufmerksam. 7. Lasse andere für dich arbeiten, streiche jedoch immer die Anerkennung dafür ein. 8. Lasse andere zu dir kommen, ködere sie, wenn es nötig ist. 9. Taten zählen, nicht Argumente, habe ich heute schon mal gehört. 10. Ansteckungsgefahr, meide die Unglücklichen und die Glücklosen. 11. Mache Menschen von dir abhängig. 12. Entwaffne deine Opfer mit gezielter Ehrlichkeit und Großzügigkeit. 13. Brauchst du Hilfe? Appelliere an den Eigennutz. 14. Gib dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion. 15. Vernichte deine Feinde vollständig. 16. Glänze durch Abwesenheit, um Respekt und Ansehen zu erhöhen. 17. Versetze andere in ständige Angst. Kultiviere eine Aura der Unberechenbarkeit. 18. Baue zu deinem Schutz keine Festung. Isolation ist gefährlich. 19. Mache dir klar, mit wem du es zu tun hast. Kränke niemals die Falschen. 20. Scheue Bindung, wo immer es geht. 21. Spiele den Deppen, um Deppen zu überlisten. Gib dich dümmer als deine Opfer. 22. Ergib dich zum Schein. Verwandle Schwäche in Stärke. 23. Konzentriere deine Kräfte. 24. Spiele den perfekten Höfling. 25. Erschaffe dich neu. 26. Mache dir nie die Finger schmutzig. 27. Befriedige das menschliche Bedürfnis, an etwas zu glauben und fördere einen Kult um deine Person. 28. Packe Aufgaben mutig an. 29. Plane alles bis zum Ende. 30. Alles muss ganz leicht aussehen. 31. Lasse anderen mit den Karten spielen, die du ausgeteilt hast. 32. Spiele mit den Träumen der Menschen. 33. Für jeden gibt es eine passende Daumenschraube. 34. Handle wie ein König, um wie ein König behandelt zu werden. 35. Meistere die Kunst des Timings. 36. Vergiss, was du nicht haben kannst. Es zu ignorieren ist die beste Rache. 37. Inszeniere packende Schauspiele. 38. Denke, was du willst, aber verhalte dich wie die anderen. Ja? Also denke, was du willst, verhalte dich wie die anderen. 39. Schlage Wellen, um Fische zu fangen. 40. Verschmähe das Gratisangebot. 41. Tritt nicht in die Fußstapfen großer Männer. 42. Erschlage den Hirten und die Schafe zerstreuen sich. 43. Arbeite mit Herz und Geist der anderen. Halte anderen einen Spiegel vor. 44. 45. Predige notwendigen Wandel, aber ändere niemals zu viel auf einmal. 46. Sei nie zu perfekt. 47. Schieße niemals über das Ziel hinaus. Der Sieg ist der beste Zeitpunkt, um aufzuhören. 48. Strebe nach Formlosigkeit. Ja. Aber ich kann euch sagen, dass diese Gesetze, vielleicht möchtet ihr ja irgendjemand haben,
Ja? Sie üben eine, besonders auf junge Menschen, eine unglaubliche Faszination aus. Und da können wir mit Gewaltfreiheit vielleicht gar nicht so mithalten, denn wenn ich eine Pistole jetzt hier hätte, da würden mir viel mehr Leute zuhören. Also, wenn wir jetzt die Welt verändern wollen, hier nimmt die Gesetze, geht los, geht in die Institution, erlangt Macht und verändert die Welt nach euren Vorstellungen. Nein, das war natürlich mit Spaß, ne? Ja, genau. Machiavelli, der kommt in diesem Buch auch gut mit darin vor. Also, mit Macht kann man Ziele erreichen, ohne Kompromisse einzugehen. Und das fasziniert die Menschen. Und besonders junge Menschen haben unglaublich große Allmachtsfantasien, weil sie keine Macht haben und sich machtlos fühlen, ohnmächtig fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass man, vielleicht ist deshalb auch Jesus erst mit 30 getauft worden, weil man ein bisschen Zeit braucht, um zu verstehen, dass Macht nicht die einzige Kraft ist, die einem zum Glück führt oder zu dem, was man gerne erreichen möchte. Manchmal ist es auch der Machtverzicht, der einem dazu führt. Aber dazu gehört Zeit. Das versteht nicht, da braucht man Zeit, das zu verstehen. Ich kann mir immer noch bestimmte Situationen vorstellen, zu denen man gut bewaffnet gehen sollte. Oder? Wie ist das mit euch? Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich war bei der Bundeswehr und wenn man 24 Stunden so im Wachdienst eine scharfe Waffe bei sich trägt, das fühlt sich gut an. Man nennt das bei der Bundeswehr Meinungsverstärker. Und das ist auch so. Das ist eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Macht. Und jemand, der nackt mit blanken Händen davor steht, der ist nicht überzeugend, dass er in Wirklichkeit der Mächtige ist. Ja? Oder vielleicht jemand am Kreuz, aber da wollen wir nicht drüber reden. Genau. Und nur wer Macht hat, ist souverän. Denn Souveränität heißt, dass ich keine Macht über mir habe. Also, wenn wir über Souveränität sprechen, auch über Souveränität Deutschlands, dann müssen wir bedenken, dass Souveränität bedeutet, ich habe das Recht, in das Dach einzuschlagen. Ich habe das Recht, als Staat, meine Untertanen so zu behandeln, wie ich möchte. Das ist Souveränität. Darüber müssen wir manchmal ein bisschen nachdenken, weil oft wird Souveränität gefordert und gar nicht begriffen, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Das ist zum Beispiel so, wenn ein Staat Mitglied in der UNO wird, also ich weiß selber, da gibt es Rockefeller und so weiter, jetzt unabhängig von den ganzen Verschwörungstheorien, aber eine Sache ist ja ganz vernünftig daran. Wenn man Mitglied bei der Vereinten Nationen wird, dann gibt man Souveränitätsrechte auf. Das tun die natürlich nicht. Ja? Damit wird mit Geheimdiensten und so weiter im Hintergrund noch weiter gearbeitet. Aber im Grunde genommen ist die Idee, auf Souveränität zu verzichten, um dann Souveränität durch die Vereinten Nationen wieder zu belangen und dann wieder Macht zu haben, die legitim ist. Denn es gibt ja legitime Macht und es gibt ja auch andere Arten, Formen von Macht. Die habe ich jetzt nicht unbedingt mitgebracht, aber manchmal kann ja auch die Frage, liebst du mich, kann ja manchmal auch Macht sein. Vielleicht auch nochmal einen kleinen Hinweis. Da hatte mich Meta das letzte Mal drauf gebracht, dass ich vielleicht da mal aus dem Nebkästchen plaudern soll. Ich habe mal für einen sehr reichen Hamburger, für einen Milliardär gearbeitet und habe da Einblicke bekommen in den Hofstab, wie so ein Hofstab funktioniert. Und auch wenn der Prinz, also der Mächtige, gar nicht unbedingt Machtambitionen hat, gibt es da einen Zirkel um die mächtigen Leute herum und diese interpretieren diese Macht. Und diese Leute sind von diesen Gesetzen, die ich gerade vorgelesen habe, die beherrschen die sehr gut. Eines von den Gesetzen war, sei der perfekte Höfling. Also in einem Hofstaat zurechtzukommen und sich auszukennen und die Hierarchie hochzuklettern, das ist unglaublich wichtig. Witzigerweise passieren dann auch so komische Sachen wie, dass sowas falsch interpretiert wird. Ja, da ist dann der Prinz und der gähnt, weil er Jacklet hat, weil er gerade irgendwie aus New York kommt oder so. Und dann denkt der Hofstaat, oh, der ist bestimmt gelangweilt. Und schwapp ist der Wissenschaftler von der Bühne, der gerade irgendwas erzählt hat. Ne? Vielleicht so ähnlich wie bei dem Film Mozart. Ne? Also, jetzt habe ich noch was anderes mitgebracht, was vielleicht da noch mit zusammenspielt. 1983 hat Steve Jobs den Manager von Pepsi abgeworben mit folgenden Worten. Wollen Sie den Rest Ihres Lebens Zuckerwasser verkaufen oder wollen Sie eine Chance haben, die Welt zu verändern? Und das hat den Mann überzeugt und er ist dann bei Apple, hat dann bei Apple angeworben. Die Welt zu verändern, das hat etwas mit Macht zu tun. Macht kommt ja auch von Machen. Ne?
Also die Welt zu verändern bedeutete für Jobs, immer raffiniertere Wege zu finden, den Computer oder das Smartphone zu letztendlichen einzigen Zugang zur menschlichen Realität werden zu lassen. Also wir schauen in die kleinen digitalen Geräte in unseren Taschen und das ist der Zugang zu unserer Welt. Also wenn ich nicht auf Facebook bin, dann kriege ich auch keine Informationen über die Mahnwache. Ja? Also wenn ich... man kann auch telefonieren, aber man wird auf jeden Fall, wenn man nicht bei Facebook ist, nicht mehr auf die geilen Partys eingeladen. Ne? Und Farbenrevolutionen kann man auch nicht mitmachen, die sind ja alle von Facebook und Twitter inszeniert. Und wie gesagt, die Informationen auf der Mahnwache, da ist man auch ausgeschlossen. Das habe ich nämlich auch am eigenen Leib erfahren. Also in Wahrheit verändert Silicon Valley gar nicht die Welt. Ja? Aber die Art und Weise, wie wir probieren, die Welt zu betreten, die wird ganz massiv verändert. Und da passiert etwas. Und diejenigen, die das noch nicht gemerkt haben, die sind voll assimiliert. Das ist meine traurige Botschaft. Macht kann man nicht sehen. Das ist genauso mit Licht. Licht kann man auch nicht sehen. Man kann nur die Objekte sehen, auf die das Licht scheint. Und so ähnlich ist es mit Macht. Man kann die Objekte sehen, die von der Macht bewegt werden. Die Macht, die kann man leider gar nicht sehen. Und das ist sehr verrückt, denn diese neuen New Economy Plattformen, die kommen alle als ein solches pures Dazwischen. Ja? Da ist diese weiße Seite von Google, ja? das wirkt so neutral. Das ist nur so dazwischen, zwischen mir und der Information. Dass das Unternehmen sind, Konzerne, die eine unglaubliche Machtfülle haben und die aber nicht zugeben, weil sie keine Verantwortung haben möchten für das, was sie eigentlich tun. Es werden zurzeit überall auf der Welt, aber besonders in Kalifornien, riesengroße Computerserver gebaut. Und die sind an Flüssen gelegen, damit man sie besser kühlen kann, und unterirdisch sind sie gelegen. Und diese Datenkapazitäten, die werden die neue Macht sein, sagen wir mal Ritterburgen, Raubritterburgen, würde ich es mal eher beschreiben. In der Zukunft werden wir es mit Raubritterburgen zu tun haben. Es ist übrigens wirklich sehr anstrengend, immer dagegen zu reden. Wir werden es mit Raubritterburgen zu tun haben, die eine sehr, sehr weiche, kuschelige Innenseite haben und eine sehr, sehr harte, schroffe Außenseite, mit der sie gegeneinander vorgehen werden. Im Grunde genommen landen wir gerade wieder im Mittelalter, habe ich so das Gefühl. Das ist der Übergang von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft. Denn wer den größten Server hat und damit die meisten Daten abspeichern kann, der ist auch derjenige, der die meisten Informationen hat und der seine Gegenspieler am besten auswerten kann. Das ist, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig realisiert, was das für Konsequenzen hat. Ich habe ja letztes Mal über diese Wechselwirkung geredet, die Maschinen mit Menschen haben. Und so wie vielleicht ein Italiener, der nur französische Toiletten kannte, auf einmal gezwungen ist, wenn er auf dem deutschen Flachspüler sitzt, seinen eigenen Kot zu riechen und auch noch auf sich zuspülen zu sehen, genauso verändert es, wenn wir mit Maschinen arbeiten, unser Bewusstsein und unsere Einstellung und das Bild, was wir von der Welt haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das hat auch etwas mit Macht zu tun. Die Mahnwache und diese Gesetze, die ich gerade vorgelesen habe, die. Auch nochmal nur ganz kurz zur Klammer auf. Wer hier vorne steht, der muss sich unglaublich konzentrieren, der sieht hier unglaublich viele Gesichter. Mehr Gesichter als ein Mensch in der Steinzeit in seinem ganzen Leben gesehen hat. Ja? Das ist gerade mehr Gesichter als ein Mensch in der Steinzeit in seinem ganzen Leben gesehen hat. Und dazu dann immer bla 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 und hier bla 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 bla. Ganz, ganz anstrengend. Ganz, ganz furchtbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer Macht haben will, muss seine Ziele geheim halten. Das haben wir ja gerade gehört. Wer Macht haben möchte, der muss. Der muss seine Ziele und seine Pläne verstecken, der darf sich nicht angreifbar machen. Und das ist genau das Entgegengesetzte von dem, was wir hier machen. Weil ich stelle mich hier hin und ich mache mich hier angreifbar. Ja? Wissen ist zu machen über die Nichtwissenden. Genau. Und derjenige, wenn wir uns hier... Genau. Sich angreifbar zu machen... Das ist, glaube ich, die einzige Macht, die wir noch haben. Die Wahrheit zu sagen, die Macht der Wahrheit. Und da müssen wir uns, glaube ich, entscheiden. Wollen wir den Weg der Wahrheit gehen oder wollen wir den Weg der Macht gehen? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden.